Nein, wer hätte das gedacht? Nightmares from the Deep geht jetzt weiter. Ist ja unglaublich. Komisch, ne? Ach, die Laternen kann man immer noch anstupsen. Na, egal. Muss man einmal kurz wieder den Überblick verschaffen. Alles klar. Wunderbar. So, da hinten ist auch noch was. Da waren wir auch noch nicht. Ach, Gollum ist auch etwas in die Jahre gekommen. Arr, if you're here, then my captain lives again. I hope Remington told you about the doubloons. You need all 12 to open the chest and retrieve its contents. I'll be watching you. Nein, Little Brother is watching you. Jetzt kriege ich aber Angst. Was sagt die Aufgabe? Ich muss 12 goldene Dublonen finden, um an den Inhalt der Piratentruhe heranzukommen. Der seltsame Zwerg, der die Truhe in der Kapitänskajüte bewacht, scheint ein Zeitzeuge von Remingtons Untergang zu sein. Und er ist gewillt, seine Geschichte Dublone für Dublone mit mir zu teilen. Ja, Remington hat ja hier in seinem Buch auch so einen Zwerg erwähnt, also ich denke mal, das ist der. Und wir haben 3 Stück, ja. Dann sammeln wir erstmal noch weiter, denke ich. Was ist denn mit dir los? Mitteilungsbedürfnis? You again? Why don't you leave old Smithy alone? Oh, you fancy his shiny fluid. Well, I accept bribes. I'm quite thirsty. Get me some grog, and I'll give you this rare bottle of chemicals. Leere Flasche. Verstehe. Ach, er ist Smithy. Und für ihn. Ja, okay. Neue Wimmelmelzenerie. Springe ich gleich mal rein, ohne zu überlegen, ob ich das überhaupt drauf habe. Aber ich habe ja eh alles drauf, was mit Wimmelbild zu tun hat. Auch wieder sehr schön gemacht. Lilanes Leuchten. Okay, auch lila ist ja jetzt nicht so meine Lieblingsfarbe. Aber trotzdem. Schöne Atmosphäre und auch die Musik. Doch wesentlich schauriger als bei Walsingham's Manor. Das muss man einfach mal so festhalten. Was brauchen wir noch? Pinksette. Nein, okay, nicht die Machete. Wo ist die Machete? Danny, wo bist du? Finde ich gerade nicht. Mache ich mal weiter. Wenn ich überhaupt mal was anderes finden würde. Ach, da ist der Löffel. Wunderbar. Schöner Arbeitsplatz übrigens, ne? Da lohnt es sich auf jeden Fall zu arbeiten. Das ist ideale Arbeitsvoraussetzung. Noch hier ein bisschen Haustiere hat man auch immer gerne bei sich, klar. Warum nicht? Holzfuß. Da hält sich doch alles die Waage. Ah, ah, ah. Nö, da nicht. Da ist nix. Ach, ein Verband brauche ich auch noch. Mein Gott, bin ich wieder hilflos. Ach, da hängt doch was am Haken. Wie schwer kann das sein, so eine blöde Machete zu finden? Muss ich nicht schon mal eine finden? Ne, ich glaube nicht. Ach, da ist der Verband. Schön. Ach da. Machete, ich hab dich. Und jetzt wird damit die Feder abgeschlachtet. So. Preisfrage, was ist eine Ahle? Ich habe keine Ahnung. Deshalb benutze ich jetzt den Tipp. Danke.
Aber da ich es nicht weiß... Ja. Pinzette, ich kann dich nach etwas suchen, von dem ich nicht weiß, was es ist. Das ist vollkommener Schwachsinn. So, jetzt bringen wir aber erstmal hier den Hahn an. Ja, danke. Wir betätigen den Hahn auch noch. Ja, und wir haben einen Eimer voll mit Wasser. Und damit die nächste Zutat für den Grog. Und jetzt haben wir einen Stöpsel, aber ich weiß nicht wofür. Aber wir wissen ja noch, was wir hier noch zu tun haben. Da fischen wir jetzt erstmal das Ding raus. Oh Wunder, es funktioniert. Damit haben wir den zweiten Schlüssel für diese Krakentür. Nanu. Was ist das? Eine Kanonenkugel. Klar. Frau schleppt immer eine Kanonenkugel mit sich rum. Wer kennt das nicht? Manche sogar zwei davon. Oh! Mein Gott, bin ich heute wieder schlecht drauf. Ach, die nächste Wimbleville-Szenerie. Selbstverständlich. Und könnten die Fraps-Zahlen sich jetzt endlich mal ein bisschen stabilisieren? Da ist ein Kopfsalat. Da ist ein Bohnenhaufen. Essstäbchen. Was? Hä? Ach, der halbe Meter. Schön gemacht. Da sind die Essstäbchen. Schon wieder ein Fischskelett. Was brauchen wir noch? Schon wieder ein Knochen. Wo denn? Tell it to me, baby. Ach. Jetzt brauche ich noch eine Tasse. Da? Ne, da? Nein? Ernsthaft. Gut, offenbar nicht. Schön. Ah, Cracker. Ein bisschen Tuck. Ein Schildkrötenpanzer. Das Weinglas ist leer. Ist aber schade. Ah, da haben wir noch Bordeaux. Jahrgang 93. Ein Messer brauchst du. So, so. Ach, da ist der Knochen. Das... ich brauche ein Messer, habe ich gerade gesagt. Und was klicke ich an? Eine Kanne. Ach, ist das wieder herrlich. Warum ist das nicht die Tasse? Bist du meine Tasse? Nein. Du bist meine Tasse. Ja, du bist meine Tasse. Wunderbar. Ach, guck mal, da hängt doch schon wieder hier ein Hackeball, eine Machete. Jetzt haben wir eine offene Kokosnuss. Jetzt fehlt nur noch der Krähenfuß. Meint ihr damit wirklich jetzt wirklich auch ein Krähenfuß? Oder ist das wieder ein Begriff für was anderes? So wie ein Hühnerauge ja auch nicht wirklich ein Hühnerauge ist. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Krähenfuß war. Es sah für mich mehr wie eine Koralle aus. Aber gut. Jetzt haben wir hier ein recht volles Inventar, fällt mir gerade auf. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder zurück und erledigen erstmal das Naheliegendste. Und das ist nun mal dem Papagei das Maul zu stopfen. Mein Gott, war das billig. Ha, mit so wenig kann man nicht abspeisen, Mann. Warum ist das Licht aus? Muss ich jetzt schon wieder den Strom herstellen? Nein, Gott sei Dank. So, wir haben die Schlüssel auch. Aber ich frage mich, wofür der Stöpsel ist. Naja, aber ich dachte, ja okay, dann machen wir jetzt erstmal hier die Tür auf, denke ich. So. Bronzeschlüssel in das Bronzeschloss. Ih, der Tintenfisch lebt ja. Oh mein Gott, es lebt. Und der Silberschlüssel. Hinein ins Vergnügen. Ja, ich wollte auch schon immer mal von einem Tintenfisch umarmt werden.
Und damit zwei Tentakeln gleichzeitig. Och, die Männchen tun mir so leid. Aufgabe abgeschlossen. Flucht vom Schiff. Finde ich zwar noch nicht, aber schön. Ist auch immer der gleiche Gammeltrick, den er anwendet. Die Treppe ist zu alt und gebrechlich, um sie zu betreten. Ist aber schade. Da haben wir die Festung. Die Festung befindet sich oben auf der Insel. Ach, nee. Erzähl mir was Neues. Neue Aufgabe, Schiffskanone. Was soll ich damit? Aha, da haben wir eine wunderschöne, ganz genau detaillierte Aufzeichnung, wie wir das Ding zu bedienen haben. Aha. Drehen, Pulver rein, Kanonenkugel rein, nachstochern. Nochmal hier die Richtung der Kanone festlegen, dann die Höhe. Und dann können wir Remington wahrscheinlich unter Beschuss nehmen oder so. Da ist der Stock, aber steckt in einem schweren Netz fest. Habe ich? Nee. Habe ich nicht. Gut. Die alte Kanone, die auf dem Schiffsdeck angebracht ist, ist mehr oder weniger auf die Tore der Festung gerichtet. Wenn ich sie lade, ramme und abfeuere, kann ich vielleicht ein Loch in Remingtons Versteck schießen. Gut. Wofür ist der Stöpsel? Das beschäftigt mich jetzt echt massiv. Ach, jetzt habe ich den Möwe verjagt. Ich bin aber auch böse. Neue Aufgabe, Angelroute. Nein, nicht schon wieder eine Angelroute. Ohne einen Haken. Ja, nee. Oh, die Angelroute. Sie hat uns bis hierher verfolgt. Ich fass es nicht. Hier hat jemand geangelt. Vielleicht kann ich seine Arbeit vollenden. Ich könnte es aber auch lassen. Dazu brauche ich einen Köder, einen Fang und etwas, um den Fang aufzubewahren. Es wird mich zwar nicht wirklich entspannen, aber die Gesellschaft könnte ich bestimmt ganz gut gebrauchen. Klar, ich wollte auch schon immer einen hirnlosen Fisch als Kumpan. So weit ist es schon gekommen. Ich fange die Motte. Ich fange die Motte. Ich fange die Motte nicht. Another map. Now I can keep track of my position on Skull Island. Ach, eine neue Karte. Schön. Piratenhochzeit. Wir verkünden hiermit die Hochzeit von Gräfin Mary Bannister und Pirat Captain Henry Remington. Die Zeremonie findet am 14. Juni 1720 in der Festung statt. Einlass nur mit Einladung. Ich muss die Nägel entfernen, um das mechanische Auge betrachten zu können. Was? Aha. Eine zerfallene Hochzeitsankündigung. Gibt es noch eine andere Seite des Mysteriums um Remington? Nö. Dieser Felsen sieht aus wie ein Schädel, daher auch der Name Schädelinsel. Der Leuchtturm ist beinahe gänzlich verfallen. Noch ein paar Infotexte irgendwo. Nee, sieht nicht so aus. Nee, dann... Nee... Der Stöpsel macht mich echt fertig. Oh, ein verwesender Pirat, mit dem wir reden können. Ja, komm, machen wir noch. What are you doing here? Have you come to free us? Oh, you're just looking for your daughter. Remington rushed through here on his way to the fortress. If you see him, give him my decomposing regards. If not for Remington and his damned bride, we would be buried like proper dead, not hanging here for eternity. Also wie man sieht, waren offenbar nicht alle Piraten wirklich begeistert davon, was Remington da mit dieser Frau abgezogen hat, dass er sich da so in seinem Lebensstil geändert hat. Also klar, dass die Mundbewegungen von den Skeletten nicht mit ihren tatsächlichen Redeschwallen übereinstimmen, ist klar. Aber dafür, das Kiefergeklapper dafür schön synchron im Takt, das sitzt einwandfrei. Was ist denn hier? Eine Münze! Moment, was ist mit dem Käfer?
Hey, was war jetzt mit dem Käfer? Ach, egal. Ach, hier haben wir wieder so ein Objekt zum Zusammensetzen. Finde die Regenwürmer. Regenwürmer. Und die Kanne. Jetzt fehlt noch einer. Da blitzt es. Aber das ist es nicht. Ein Frosch. Wo ist der? Da! Ach, wir haben einen Köder, wunderbar. Ja, dann mache, sage ich mal, einfach, wir machen eine Pause und beim nächsten Mal machen wir hier mit der Erkundung von Skull Island weiter. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal.